Rahmen der Waldpflege werden wichtige Weichen für die zukünftige Baumartenzusammensetzung gestellt. Die wertvollen, schönen Bäume, hier haben wir jetzt ein Felderhorn, sehr etwas Seltenes auf unserer Höhenlage. Ganz schöne Linde. Und damit die schöner wachsen, können wir den schärfsten Konkurrenten bezeichnen und entfernen. Und das ist jetzt hier die Buche. Die Linde, die ich jetzt hier freigestellt habe, hat jetzt einen schön geraden Stamm. Die Krone hat Platz, um sich weiter zu entfalten. Und auch der Ahorn da hinten hat Platz. Der Nachwuchs in unserem Wald setzt sich zu rund 95% aus Naturverjüngung zusammen. Und die letzten 5% tun wir gezielt einzelne Bäume, Pflanzen, wie jetzt hier Douglasien oder auch einzelne Lärchen. Und dann die gegen den Wildverbiss mit dem Korb schützen. Und im Sommer dann auch von Unkraut befreien, damit sie schön aufwachsen können. Damit die nächste Baumgeneration ungehindert aufwachsen kann, können wir die jungen Bäume periodisch von Unkraut befreien. Das Fällen von Bäumen ist Holznutzung und Waldpflege. Wir ernten unseren einheimischen Rohstoff Holz. Und durch diesen Eingriff kommt mehr Licht und Wärme auf den Boden. Das fördert das Wachstum der nächsten Generation Wald. Wir nutzen das Potenzial vom Standort und ernten, wenn immer möglich, vom dicken Ende her. Das heisst, wir lassen die Bäume gross und schwer werden. Fellarbeiten ist Präzisionsarbeit. Der Forstwart braucht ein höchst Verantwortungsbewusstsein. Drittpersonen und Sachwert dürfen durch das Fällen der Bäume nicht gefährdet werden. Zudem gilt es, den Baum, der geerntet wird, ohne Schaden am Stamm und am verbleibenden Wald zu fällen. Die Fellarbeit und die Fellrichtung haben einen erheblichen Einfluss auf die nächste Teilarbeit, das Holzrücken. Wir ernten im öffentlichen Wald- und Forstrevier tiefe Speicher rund 1500 Kubikmeter Holz pro Jahr. Das Holz, das wir nutzen, wird zu 90% in der näheren Region weiterverarbeitet. Dank kurzer Transportweg und einem geringen Anteil von fossiler Energie ergibt sich eine sehr gute Ökobilanz. Die gefällten Bäume werden im befahrbaren Gelände mit einem Rückenfahrzeug an die Waldstrasse gerückt. Dank einem modernen und leistungsfähigen Spezialfahrzeug mit einem aufgebauten Rückenkran, einer Klemmbank und einer Doppeltrommelseilwinde kann die Arbeit sehr rationell erfolgen. Wir arbeiten viel mit dem Nachbarforstbetrieb der Gemeinde Geiss zusammen. Wir tauschen im überbetrieblichen Einsatz Personal und Maschinen aus. Die Forstbetriebe sind die Spezialisten, wenn es darum geht, auch in der Nähe von Häusern, Leitungen, Strassen usw. Bäume präzise und sicher zu fällen. Dank der funkferngesteuerten Raupenseilwinde sind wir auch in der Lage, dort zu fahren, wo es keine Strasse hat. Dank dem geringen Bodendruck von der Gummiraupen entstehen praktisch keine Schäden am befahrenen Gelände. Kronen von den geernteten Bäumen oder Stämmen von schlechter Qualität werden durch das Forstamt Geiss zu Hackschnitzel verarbeitet. Der Hacker kann Stämme bis ca. 40 cm Durchmesser bearbeiten. Stämme, die dicker sind, werden mit der aufgebauten Spaltzange kleiner gemacht. Ein Teil der hergestellten Schnitzel geht direkt zu den grossen Wärmeverbünden. Der grössere Teil der Schnitzel wird in die Halle im Steinigwald transportiert und dort zwischengelagert und getrocknet. Während langen, schneereichen Winter ist dank der Lagerhalle die Versorgungssicherheit für die Heizungen gewährleistet.
Die Schnitzelhalle ist ein ganz tolles Gemeinschaftswerk der Gemeinde Trogge, Speicher, Tüfe und Geiss. Alle Heizungen in dieser Gemeinde brauchen zurzeit gegen 7'500 Kubikmeter Holzschnitzel. Wir sind zutiefst überzeugt, dass die Holzenergie eine grosse Zukunft vor sich hat. Die Gemeinden, die Waldeigentümerinnen sind, eigene Wärmeverbünde haben und an der Halle beteiligt sind, werden in der Zukunft ein Stück weit unabhängig von nicht erneuerbarer Energie sein. Hier hinten haben wir die zwei Öffnungsdeckel, wo wir die Schnitzel einfüllen können für in Schnitzelsilo rein. Das haben etwa 180 Kubik Platz, das wären etwa 6 grosse Lastwagen voll. Wir sind hier in der Heizzentrale, wo wir auch Fernwärme herstellen für Gemeindebetriebe. Hier hinten sind Holzschnitzel, die mit einem Schubboden dafür gezogen werden. Hier kommt es vom Sammelschneck nachher in Dosierschneck, wo es dann nachher im Vorschubboden hinterher transportiert wird. Im Alterszentrum Gremm ist eine grosse Heizung installiert. Mit der ist es möglich, auch Schulhaus Hörli, das Gemeindehaus und weitere Liegenschaften mit umweltfreundlicher Wärme aus Holz zu versorgen. Wenn alle Verbraucher angehängt sind, wird es über 2'000 Kubikmeter Holzschnitzel brauchen. Die Führung ist umweltfreundlich und CO2-neutral. Hier haben wir knapp 53 Quadratmeter Solarpanel, wo wir unser Brauchwarmwasser bei schönem Wetter erzeugen, also aufheizen können. Ein grosser Teil der Tüfnerwälder ist der Vorrangfunktion Erholung zugeordnet. Das heisst, dass dort die Holznutzung nicht im Vordergrund steht, sondern dass der Waldbesucher das Erlebniswald möglichst vielfältig und intensiv geniessen kann. Im Gemeindewald hat es zurzeit 7 Führstellen. Die sind im Auftrag von der Volkswirtschaftskommission durch das Forst- und Bauamt erstellt worden. Der Forstbetrieb sorgt für genügend Brennholz und stellt auch Bänke und Tische her.